Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Hier spricht wieder eure Medimikro. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit euch über meine Gedanken zu Weihnachten. Und ich möchte ein paar Dinge noch zu meinem YouTube-Kanal sagen. Aber nur ein paar ganz kurze Dinge und dann so ein bisschen das zum Allgemeineren. Also zum einen möchte ich mich sehr dafür bedanken, dass ich sehr, sehr liebe und wertschätzende Kommentare bekommen habe. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich zurzeit auf die ganzen letzten Videos, und ich glaube, das sind so die letzten 4, 5 Monate, nur Daumen nach oben bekommen habe. Also ungefähr, da kann auch mal ein Daumen nach unten gegangen sein, irgendwann mal vor 4 Monaten, aber die ganzen letzten Videos waren immer mit 100% geliked worden. Dafür möchte ich mich bedanken. Und ich möchte euch sagen, dass es mir unheimlich Spaß macht, diese Videos zu machen. Ich kann mich sehr kreativ austoben. Ich muss aber noch tiefer gehen und sagen, die letzten Videos haben auch ganz viel mit mir gemacht im positiven Sinne. Und zwar hatte ich ja schon durch diese politische Lage immer auch mal Ängste gefühlt oder so ein beklommenes Gefühl. Das konnte ich zwar relativ gut auflösen, aber dennoch war das noch nicht zu 100% erlöst oder geheilt. Und durch die letzten Videos, muss ich sagen, habe ich nochmal mehr Lebensqualität bekommen und nochmal mehr innere Stärke. Und ich habe mich an ein Gefühl erinnert aus meiner Kindheit, dass wenn ich zum Beispiel auf einer Wiese saß oder auch auf einem Baumstuken, dass ich früher so eine Energie in mir erzeugen konnte, wo ich ganz, ganz viel Kraft in meiner Mitte hatte. Und dann sind so Tiere zu mir gekommen. Das hatte ich schon ganz, ganz lange vergessen, wie ich das mache. Also muss ich wirklich ganz stark zur Ruhe kommen. Also ich habe das jetzt für mich erstmal so Nullpunkt-Energie genannt, das ist aber nicht ganz richtig, aber so fühlt sich das irgendwie an. Also so eine Nullpunkt-Energie in mir. Also ganz, eine ganz innere, tiefe Ruhe. Und dann sind halt früher immer so Tiere mir zugelaufen und die anderen Kinder haben immer gestaunt, was mir dann so zugelaufen ist. Und das hatte ich vergessen und witzigerweise durch die letzten Videos hatte ich diese Kraft wiedergefunden und genieße das gerade. Das mal so. Manche Menschen könnten mich ein bisschen für so einen Freak halten, macht aber nichts. Und ich möchte so ein bisschen über die Zeit, in der wir gerade oder in der wir uns gerade befinden, mit euch besprechen. Und zwar haben wir ja nun zum einen diese politische Lage gerade, wo Dinge immer wieder verändert werden, Aussagen gedreht und gewendet werden. Es wird offen gelogen, beziehungsweise es wird zwar gelogen, aber hinterher gesagt, das musste sein oder die Statistik oder die IT oder. Also man hat viele Ausreden in der Politik momentan. Man trickst, man verschweigt und jedenfalls werden wir momentan damit sehr konfrontiert. Und ich bleibe bei meiner Haltung, wenn die tricksen, sollten wir nicht tricksen. Und ich möchte das auch nicht bewerten, dass momentan viele mit gefälschten Impfausweisen herumlaufen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe aber das Gefühl, das ist auch so eine Art Spiegelung der aktuellen politischen Lage. Und ich bin ja der Meinung, das habt ihr so ein bisschen in den letzten Videos rausgehört, denke ich, dass ich sage, wir sollten es nicht spiegeln. Und genauso dieser Punkt, dass oft die Frage kommt, ja, was soll ich denn antworten? Wie soll ich mich denn verteidigen? Genau darum geht es ja, denke ich, dass wir eben nicht anfangen, um den heißen Brei herum zu sprechen oder eben eine perfekte Ausrede zu erfinden. Denn das machen ja eben auch gerade Leute in der Politik, dass sie uns immer wieder ja, so einen Eiertanz vorführen, sondern dass wir wirklich zu uns stehen sollten. Das, was ist, auch so sagen. So und so sehe ich das, so und so empfinde ich das. Wenn man jetzt das Video hört und wer jetzt gerade das Gefühl hat, ja, was sage ich denn dann? Ich weiß es jetzt immer noch nicht. Man muss sich ja selber gut kennen, um
zu sagen, das und das empfinde ich und das fühle ich und so sehe ich das, ja? Diese gefestigte Meinung, die kann ja erst dann ausgesprochen werden, wenn sie ja gefestigt ist. Ist ja logisch. Und wie macht man das? Also wenn man jetzt nicht an diesem Punkt wäre, also angenommen, ich kenne jetzt ja nicht jeden Einzelnen, der das jetzt hier gerade hört. Aber sagen wir mal, jemand ist jetzt dabei und fragt sich, was mache ich denn jetzt? Wie finde ich denn meine innere Wahrheit? Da kann ich nur sagen, sich zurückziehen und sich selber Fragen stellen. Beispiele, ja. Warum bin ich so? Warum reagiere ich immer so? Ne? Also ihr stellt euch eine Situation vor, ihr geht in irgendwelche Situationen rein und ihr fragt euch, warum bin ich so? Warum reagiere ich so? Warum macht diese eine Situation etwas mit mir? Warum macht mir das überhaupt was aus? Also warum haben andere eine Macht über mich? Was fühle ich gerade? Und durch diese Sachen, also man fragt sich halt selber was, kann das jetzt nur sagen, wie ich das mache, und dann kommen ja Bilder bei mir hoch. Und ich versuche diese Bilder nicht zu bewerten, ich lasse sie einfach so durchlaufen. Das reicht meistens schon. Wenn ich jetzt aber noch mehr wissen will, dann kann ich ja eben auch die Sachen ja durchfühlen. Also ich nenne das ja immer intensives Durchleben von Gefühlen. Und durch das intensive Durchleben von Gefühlen kann man eben sich auch in gewisser Weise trainieren. Ja, man muss das aber zulassen. Und das Gefühl von Angst ist halt so, dass man das überhaupt nicht gerne fühlen möchte, weil es eben ein unangenehmes Gefühl ist. Aber wenn man das Leben so gestaltet, dass man immer versucht, um die Angst herum zu schlawenzeln, dann wird es einem immer wieder begegnen. Das sagte ich übrigens auch schon in den letzten Videos. Das ist heute nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung. Also ich habe festgestellt, das intensive Durchleben von Gefühlen oder das intensive Durchleben von der Angst befreit mich auch von der Angst. Und dann kommt man eben auch an einen Punkt, wo man sich selber eben gut kennengelernt hat. Und wenn man immer mehr, und nochmal, man stellt sich eben selber Fragen. Und das hilft auch unheimlich, zu sich selbst zu finden. Denn, also letzten Endes ist es so, dass man möglichst auch den Verstand eigentlich loslassen muss. Aber der Verstand versucht natürlich, der hat gerne Fragen. Kann er den Verstand auch noch notfalls ein bisschen austricksen, indem man dem so ganz ungewöhnliche Antworten gibt, damit man dann mehr auf diese Gefühlsebene kommt. Aber das mal so. Gut, also wenn ich jetzt. Ach so, noch, vielleicht noch ein wichtiger Punkt und gerne immer sich auch mal fragen, wie war ich in meiner Kindheit? Was hat mir, was war, ja, was waren meine Stärken in der Kindheit? Was waren meine Schwächen in der Kindheit? Und was hat mir in der Kindheit schon ausgemacht? Es gibt ja, also jeder Mensch ist ja total anders. Es gibt Menschen, die können schon mit geringer körperlicher Verletzung nicht umgehen. Also wenn die sich irgendwie auf den Finger hauen, dann geht schon bei denen die Welt unter. So bin ich nicht. Also mit, da, mir kann man auch auf mit, also ja, egal, aber ich kann das kann ich gut ab, sowas. Ich kann immer mit Ungerechtigkeit nicht klarkommen. Also wenn man mir gegenüber ungerecht ist, dann das ist nicht gut. Also, oder war nicht gut. Solche Sachen, ne? Das ist sowas, wo so ein Schmerzpunkt auftritt. Ja. Bilder erzeugen, wenn man bei sich ist, Bilder erzeugen und fühlen, was diese Bilder mit einem machen. Das kann man ganz gut durchleben und sich selber raus oder für sich selber rausfiltern, was dann noch bearbeitet werden müsste. Dann kann man das auch mit positiven Sachen erfüllen. Aber da werdet ihr genügend YouTube-Videos zu finden. Trotzdem ist es eine ganz, ganz wichtige Sache heutzutage. Zu wissen, wer man ist, weil man dann nur dann auch nach außen tragen kann, wer man ist. Logisch, irgendwie. Und was passiert dann? Also, das ist auch ein harter Weg, wenn man das noch nie gemacht hat, zu sich zu stehen und egal, was alle anderen sagen, geradeaus weiterlaufen und sagen, ich bin mir so sicher jetzt, ich weiß, was meine Wahrheit ist, ich gehe da jetzt geradeaus. So, was passiert dann? Es werden die Menschen sich euch anschließen, die zu euch passen.
Denn wenn ihr vorher nicht der Mensch wart, der ihr seid, also wenn ihr irgendwie so getan halt so, ja, was weiß ich, everybody's darling oder so, ne? Also irgendwie so ein Mensch wart, der irgendwas anderes dargestellt hat, nicht pur war, dann hattet ihr eben auch Menschen in eurem Umfeld, die nicht, ja, die auch nicht zu sich gestanden haben, ja? Und wenn ihr aber immer mehr der Mensch werdet, im Grunde genommen so auf Werkseinstellung wieder zurückkommt, ne? Also wenn ihr da wieder die alte Werkseinstellung einnehmt, dann kommen eben auch Menschen, die von Anfang an im Grunde genommen zu eurem, ja, zu eurem Ursprung her passen. Oh Gott, ich rede heute sehr esoterisch, merke ich. So, aber darum geht es, denke ich. Und dann, wenn man weiß, wer man ist, dann kann man eben auch nach außen hin sagen, dies und das. Und dann muss man eben nicht überlegen noch, wieder wie so ein Eiertanz, welche Ausrede ist jetzt die beste und wie trickse ich jetzt und wie fälsche ich jetzt und so, sondern geradeaus sagen, so und so, so sehe ich das. Und momentan gehen ja sehr viele spazieren. Das Spazieren gehen hat ja in der letzten Zeit massiv zugenommen. Man könnte es auch Rudel spazieren gehen nennen. Und wie ich so hörte, so gerne am Montag, 18:30 Uhr, in der Nähe vom Rathausplatz oder in der Nähe vom Rathaus. Manche umwickeln sich dann auch mit einer Lichterkette und dann gehen die einfach mal spazieren. Verrückte Sache, oder? Nein, das ist wunderschön und ich finde, das passt absolut in die Weihnachtszeit. Man kann sich unterhalten. Was soll man auch auf dem Weihnachtsmarkt? Ich meine, Weihnachtsmarkt gab es ja schon immer, ist ja irgendwann auch langweilig, ne? Und wenn man sich hinterher zurückerinnert, mein Gott, was war eigentlich im Jahr 2021? Ah, wir waren alle mal spazieren. Man kann natürlich jeden Tag spazieren gehen, aber ich hörte, dass der Montag sehr beliebt momentan ist um 18:30 Uhr. Und auch gerade dieses Tragen einer Lichterkette oder überhaupt von Licht ist erstmal für den Verkehr im Dunkeln ganz gut, ne? Weil man muss ja auch gesehen werden. Das ist ja auch für die Verkehrssicherheit sehr, sehr, sehr wichtig. Noch besser wäre ein Airbag. Gut, also ich bleib aber ernst. Jedenfalls ist aber so ein Lichttragen sehr gut. Kann ja auch den Hund mitnehmen und so, ne? Also es ist echt eine super gesunde Sache. Frische Luft tut auch gut. Man erdet sich mal wieder und erlebt mal wieder was Neues und auch was sehr, sehr Positives. Ja. Was ganz, ganz Spannendes. Ich habe ja gerade gesagt, wenn man wieder der Mensch ist, der man eigentlich sein sollte und wieder so auf Werkseinstellung zurückgesetzt würde, dann zieht man die Menschen an, die zu einem passen. Und momentan häufen sich die Berichte, wo so Lebenslinien von Menschen wieder zusammengeführt werden. Also ich sehe das auch in meinem Leben ganz, ganz deutlich, dass Menschen wieder aus der Vergangenheit zurückkehren. Das ist hochspannend. Und nicht nur, dass die jetzt eben so total bewusst zurückkehren, auch so, dass man die einfach mal im Supermarkt trifft oder so. Total cool. Also wurde mir mehrfach jetzt erzählt. Und wie gesagt, sehe ich auch bei mir die verrücktesten Dinge. Ein kleines Beispiel: Ich kenne jemanden so aus der Borreliose-Szene und von, das war das Jahr, es muss das Jahr 2014 gewesen sein, weil das war einer der ersteren, die ich mikroskopiert habe, also doch unter den ersten 20. Und so, und bei Facebook hatte ich auch mit ihm sporadischen Kontakt. Also komplett weggelaufen waren wir jetzt nicht, aber trotzdem total spannend. Und irgendwann guckte ich ein YouTube-Video und das hatte überhaupt nichts mit Borreliose oder auch nichts mit Dunkelfeld zu tun. Und irgendwas in mir sagte, ich müsste jetzt unbedingt mal in die Kommentare gucken. Ich weiß nicht warum, aber ich musste es auf einmal tun. Und gleich oben, der erste Kommentar
war dann von dieser Person, wo ich gerade sage, der unter den ersten 20 damals war, die ich mikroskopiert habe. Ich habe natürlich gleich ein Abo verschenkt. Und so wieder in Kontakt, dadurch sind wir wieder in Kontakt gekommen. Ich sage ja, wir waren über Facebook, muss ja, das ist zwar, aber da hatten wir keinen Kontaktbezug, aber wir waren zwar befreundet, aber stumm, ja, also kein Kontakt. Und durch diese Sache, dass ich dann eben bei YouTube gefunden und wiedererkannt sozusagen, wieder neuer Kontakt. Das ist nur ein Beispiel. Ich wollte damit aber was verdeutlichen. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, ich muss wirklich sehr stark meiner Intuition folgen. Und dann passieren richtig coole Sachen. Man könnte auch sagen, dann geschehen Wunder. Naja, wie man es betrachten möchte. Auf jeden Fall hatte ich so ein Gefühl von, ich muss unbedingt diese Kommentare lesen. Und das war sehr praktisch, weil, also man muss sich echt mal vorstellen, wie groß YouTube ist und wie viele Kommentare da auch so generell immer so stehen. Also unter dem Video waren viele Kommentare, aber er war der Oberste. Das war echt, fand ich krass. Also das fand ich irre. Gut. Also nur so als Beispiel oder wie gesagt, eben im Supermarkt oder so, dann läuft einmal wieder jemand über den Weg. Und ja, wie das so zusammengeführt wird, diese Lebenslinien. Sehr, sehr cool. Also da bin ich echt gespannt, wie das die nächsten Monate noch wird. Also ich muss sagen, die Stimmung in meinem Umfeld ist momentan richtig, richtig gut. Und ich mache momentan ja auch so eine Detox-Diät von Informationen. Ich kriege schon noch Informationen mit und auf meinem, also ja, bei Bukovitan, Facebook, poste ich ja auch nach wie vor Zeitungsartikel. Also daran sieht man schon, ich habe immer noch, meine Diät ist nicht ganz durchgehend, aber trotzdem, ich versuche die Informationen zu drosseln. Und dann ist auch die Stimmung viel besser und es ist halt Weihnachten, ne? Und das ist viel, viel, viel schöner jetzt. So, also die Stimmung bei mir ist gut. Alle Menschen um mich herum sind also in einer ganz liebevollen, fröhlichen Stimmung. Also ich kann da jetzt so nicht mich beklagen gerade. Also ich kann mich auch, also jetzt mal, also eigentlich auch mal ganz ernsthaft, ich kann mich gar nicht erinnern, dass überhaupt schon mal so eine positive Stimmung in meinem Leben war. Also um mich rum, ich bin ja sowieso immer ein sehr positiver Mensch, aber die Menschen um mich rum sind ja alle mega lieb momentan. Lieb und freundlich, aufgeschlossen, wertschätzend, respektvoll, einfach alles. Ganz, ganz toll. Ja. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Und ich glaube, und auch daran muss ich noch arbeiten, merke ich, ist das Thema Vertrauen. Und es ist jetzt eine wunderschöne Zeit. Also eben, ich finde diese dunkle Jahreszeit eben wirklich schön, weil es so gemütlich ist. So, und ich sagte, Vertrauen ist so ein Thema gerade. Und ich merke selber, wie jetzt 2 Jahre dieser Pandemie, das macht was mit mir. Also dieses Vertrauen in andere Menschen ist doch gestört. Also jetzt, ich will das nicht und ich will es, ne, das ist jetzt so in mir rebelliert war es und ich will es nicht. Aber ich merke, es ist so. Also die haben schon ganze Arbeit geleistet. Das muss man echt sagen. Also, ja, so wie das alles abgelaufen ist, derjenige, der sich das ausgedacht hat, der war sehr, sehr intelligent. Also mein Vertrauen in andere Menschen muss ich gerade sehr, sehr doll wieder stärken. Und ich meine damit tatsächlich auch diesen Infektionsgedanken. Also ich bin ja jemand, ich bin ja auch nicht überzogen und auch nicht extrem, also sagen wir es mal so, also dafür, dass ich den ganzen Tag mikroskopiere und sowieso Keime sehe, bin ich noch relativ locker. Das hinterlässt zwar auch schon Spuren, wenn man viele Bakterien jeden Tag sieht, aber ich glaube, bald wirklich diese politische, mediale Berieselung hat nochmal ein anderes Level erreicht. Das schaffe ich zwar auch zu durchbrechen, aber da entsteht so ein leichtes Misstrauen.
Und so ein komplettes, im Urvertrauen bin ich da noch nicht. Wollte ich nur, ich will es nur ehrlich sagen. Also Vertrauen in andere Menschen. Ich vertraue in die Aussagen von anderen Menschen und ich vertraue auch so in andere Menschen. Aber gerade dieses Infektiologische, tatsächlich habe ich da momentan eine Baustelle gemerkt. Aber ist ja gut, wenn man das weiß. Weiß, kann man dem ja auch begegnen. Ja, dann ist das Thema Vertrauen in den eigenen Körper etwas, was mich sehr interessiert. Da denke ich, bin ich sehr gut, dass ich vertraue. Ich habe Vertrauen in den eigenen Körper. Aber auch das ist eigentlich durch diese andere Zeit meines Lebens, eben durch diese Neuroborreliose-Zeit, auch ein bisschen in so eine Disbalance, sage ich mal, gekommen. Solange mein Körper funktioniert, solange ich keine Symptome habe, habe ich ein ganz, ganz tolles Vertrauen in meinen Körper. Aber Symptome können mich auch bis heute sehr verunsichern, weil ich dann eben nicht einschätzen kann, geht es wieder los? Kriege ich wieder Lähmungserscheinungen oder was passiert jetzt wieder mit mir? Kriege ich taube Stellen am Körper? Das ist bis heute auch noch nicht komplett besiegt in mir. Wobei das wird jetzt immer, im Grunde genommen über die Jahre jetzt immer besser, weil selbst wenn ich mal ein kleines Symptom merke, oder auch Rückenschmerzen auch oder sowas, also sowas kommt ja nochmal vor. Ich habe jetzt aber gelernt auch wiederum, dass mein Körper das die nächsten Tage dann nicht mehr hat. Und so gesehen beruhigt sich da auch so ein bisschen langsam mein Misstrauen. Also normalerweise habe ich jetzt sehr, sehr viel Vertrauen in den eigenen Körper. Das ist auch sehr, sehr gut gestärkt worden, dadurch, dass ich ja viel im Wald bin und dann auch meinen Körper ja ausprobiere, was kann er, was kann er nicht. Da kann man sich ja schön austoben. Da habe ich ein ganz gutes Körpergefühl wieder bekommen. Gut, Vertrauen in die Natur habe ich absolut. Also das ist jetzt wirklich, da bin ich, glaube ich, da bin ich gestärkt, da habe ich keine Probleme. Ich vertraue der Natur, aber das sehe ich bei vielen anderen, die haben kein Vertrauen in die Natur. Dann gibt es noch sowas, Vertrauen in das Leben, Vertrauen in die Zyklen des Lebens, Vertrauen in biologische Gesetzmäßigkeiten. Alles unterliegt Zyklen. Das merkt man nicht so sehr, wenn man sehr viel auf Monitore oder so guckt. Wenn man sich in der Natur aber aufhält oder mit seinem eigenen Körper, dann gibt es eben diese Zyklen. Ganz viele Zyklen gibt es eben. Ja, die Jahreszeiten sind im Zyklus. Mond. Der Mond hat sowieso schon mal Zyklen, aber es gibt ja auch noch diesen Tag-Nacht-Zyklus. Und so weiter. Also jeder Körper unterliegt einem biologischen Gesetz. Und genau, ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus, aber ja, darauf komme ich jetzt genau. Ich habe mir eine Frage gestellt vor einem halben Jahr ungefähr. Da ging es so, also ich bin spazieren gegangen durch den Wald und habe mir die Frage gestellt zum Thema Vitamine. Wer entscheidet eigentlich besser, welches Vitamin ich brauche? Mein Verstand oder meine Intuition? Dieser Frage gehe ich jetzt nach. Da habe ich keine abschließende Meinung zu. Aber ich bin in so einer Beobachtungsposition und das interessiert mich mega. Denn ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich ja alle Entscheidungen über den Verstand treffe, ne? Also welches Vitamin ich brauche, in welcher Dosierung und solche Sachen. Nun ist es so, dass aber mein Körper, meine Intuition ja auch danach verlangt, in gewisser Weise. Der Körper verlangt danach und meine Intuition kann ja das dann irgendwie auch, ja, wie so ein Meldesystem ja theoretisch auch melden, dass es gerne das und das hätte. Auch bei Nahrungsmitteln ist das ja letzten Endes so. Und Nahrungsmittel versuche ich auch sehr stark nach Intuition zu gehen und nicht so sehr nach dem Verstand zu gehen. Aber das wird mich sehr, sehr noch begleiten im nächsten Jahr. Das weiß ich jetzt schon. Das finde ich hochinteressant, das Thema. Ich weiß, das kann man auch kinesiologisch austesten und so. Das kann ich auch schon seit 20 Jahren. Also ich kann fühlen, was ich brauche. Darüber könnte ich es testen. Ich möchte das aber noch auf einer ganz anderen Ebene. Ich möchte es irgendwie in mir drin so eine Weisheit oder Wahrheit empfinden. So, das ist mein Ziel. Und mein Ziel ist auch,
sehr, sehr nah wieder an die Natur heranzukommen. Ja, so. Und ich sagte, die größte Baustelle bei mir ist gerade dieses Vertrauen wieder mit anderen Menschen zusammen zu sein, ohne sich anzustecken. Das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf dieses Virus, was hier aktuell herumschwirrt. Es bezieht sich natürlich auch auf Infektionskrankheiten, die ich aus der Mikroskopie kenne, ja. Also Mykoplasmen, Chlamydien, Yersinien, Anaplasmen und so weiter. Also alles, was man auch noch ausrüsseln kann. Also diese ganzen Sachen, die irgendwie über irgendwelche Rüsselseuchen, nennen wir sie mal Rüsselseuchen, Rüsselkrankheiten, Rüsselseuchen irgendwie rhinomäßig irgendwie einzuschnüffeln sind, da merke ich, dass ich da an mir arbeiten muss, dass das wieder gestärkt wird, dieses Selbstbewusstsein. Ansonsten habe ich Vertrauen auch in meine Immunkraft und in meinen Körper. Wie gesagt, solange alles so läuft, wie ich es jetzt kenne, ist alles gut. Sollte ein kleines Symptom sich bei mir zeigen, dann muss ich das wieder in mir bearbeiten und mich auch ein bisschen selber dann rausnehmen aus der Sache und sagen, ja, okay, das hast du jetzt schon häufig durchgemacht, das wird auch diesmal wieder weggehen. Ne? Aber so hat man eben seine Baustellen. Ja, so, das waren ganz viele ehrliche Aussagen mal wieder von mir. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vor allem auch für das nächste Jahr. Ich merkte beim Weihnachtskartenschreiben, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, jemandem zu sagen, ein glückliches neues Jahr, ein schönes neues Jahr, ein superschönes neues Jahr, ein frohes neues Jahr. Da war in dem Moment auch immer noch so ein Gefühl von, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht eine Ironie. Oder wisst ihr, also nicht, wisst ihr, oder so, wisst ihr, was ich meine? Also da war auch so ein Gefühl von, schreibe ich jetzt das Richtige? Das ist jetzt aber auch mittlerweile weg. Also auch das Gefühl ist weg, weil ich schon glaube, dass wenn man sich von diesem ganzen Irrsinn aus der Welt ein bisschen verabschiedet und wieder so zu seinem, also zu seinem Nachhause mehr kehrt, zu seinen Haustieren, zu den Menschen in seinem Umfeld, dass es doch dann auch wirklich generell ein schönes neues Jahr werden kann. Das denke ich schon. Und noch was bestimmt super positiv ist. 2019 habe ich mich total auf 2020 gefreut. Es war auch letzten Endes mal streng genommen gar nicht so ein schlimmes Jahr. Aber was da politisch abgegangen ist und so, habe ich vorher nicht kommen sehen. Also ich habe gedacht, auch gerade politisch wird 2020 locker. Bestes Jahr ever, so habe ich gedacht. Eigentlich ist das jetzt ein ganz gutes Zeichen, dass wenn ich 2019 dachte, dass es auch politisch eigentlich gut wird und es nicht geworden ist, dann ist es ja eigentlich jetzt gut. Wenn ich jetzt Bedenken an der Politik habe, dann kann es ja nur noch besser werden. Naja, die Hoffnung stirbt halt zuletzt, ne? Ich wünsche euch alles, alles Gute. Das ist auch ohne Ironie und ohne Zynismus. Ich wünsche euch wirklich ein super schönes neues Jahr. Ich denke auch, wir haben es in der Hand, ob es ein wunderschönes neues Jahr wird. Also, in diesem Sinne, macht es gut. Tschüss, eure Medi-Mikro.